Hier in Tokio hat der Niederschlag schon aufgehört, der Schirm ist schon wieder eingerollt, die Haare trocken, wo auch immer, will ich jetzt gar nicht erzählen, während ich den Schirm weggebe. Der Niederschlag an der Börse, das ist noch nicht klar, ob der schon zu Ende ist, obwohl wir noch nicht so wirklich was Schlimmes gesehen haben. Im Gegenteil, eigentlich die Bewegung so gelaufen ist, wie ich das ganz gerne mag, nämlich nach dem deutlichen Anstieg DAX ja fast bis zur 12er Marke, also 12.000er Marke, und dann relativ wackelig nach unten. Ich gebe es zu, ich hatte schon gedacht, ja, vielleicht haben wir schon eine Einstiegschance. Die hat der Markt zwar versucht, getriggert, aber nicht wahr gemacht. Letztlich hat der Markt dann doch eher zur Seite hängend nach unten nochmal gebraucht. Trotz alledem, das Gesamtbild auch nach dem Feiertag in Amerika eigentlich immer noch gleich. Auch in Amerika ist es so, dass die Abwärtsbewegung, die wir da jetzt haben, noch nicht aussagt, dass es wirklich dynamisch nach unten geht. Trotz alledem, Vorsicht ist immer ein bisschen geboten, denn es ist klassischerweise so, dass der Markt ja sich noch bestätigen lassen will. Also man sollte da noch abwarten, dass der Markt ein klein bisschen mehr eben zeigt, dass man erkennen kann, jetzt will er es auch. Sprich, Trigger auf der Nordseite wären da durchaus sinnvoll. So, Sie sehen, ich drehe mich im Kreis, das tut der Markt im Moment auch noch, kann sich aber in Kürze ändern. Deshalb ist heute wichtig, drauf zu gucken, am Ball zu bleiben und mal zu schauen, ob man da das eine oder andere eben finden kann. So, in diesem Sinne, der Euro noch vielleicht eine Erwähnung wert, denn der ist tapfer auf dem Weg nach unten. Wir sind deutlich unter die 1,10er Marke gefallen und das auch noch mit Dynamik, relativ schnell und zügig. Wenn es dort also mal was nach oben gibt, was nicht wirklich dynamisch aussieht, dann würde ich mich da sogar darauf verlassen wollen, dass wir uns nochmal auf die Südseite, also auf den Short, nochmal triggern lassen können. Ich kann mir vorstellen, das wäre klassischer. Heute Nachmittag um 16 Uhr, das ist noch ein bisschen hin, auch nach Ihrer Zeit, hier ist natürlich schon nach 16 Uhr, aber deutsche Zeit nach 16 Uhr, da ist der Manufacturing ISM, also ein Index aus Amerika, Einkaufsmanager-Index sozusagen, wird etwas besser erwartet als zuvor und könnte gegen 16 Uhr oder um 16 Uhr eben nochmal für Volatilität sorgen, weil einfach der ein oder andere darauf reagiert, was auch immer das dann geben wird. In diesem Sinne kann ich eigentlich nur die Daumen drücken und sagen, gucken Sie sich es genau an, denn im Moment ist es spannend und ich drehe mich nochmal einmal im Kreis, damit Sie sehen, wie es woanders aussieht. Bis zum nächsten Mal.